30 seconds. Wir sind online. Wir sind zurück. Wunderbar. Herzlich willkommen zurück mit dem Spiel Cologne Hurricanes gegen Reign of Fire und Cologne Predators gegen Breakout Spa. Ich habe hier zwei Menschen neben mir sitzen, die ich so nicht kenne. Also zumindest vom Sehen kenne ich sie. Da hast du nicht viel verpasst, will ich meinen, oder? Aus dem letzten Jahr kenne ich sie auch, aber stellt euch doch einfach mal bitte vor. Bob, fang du an. Hallo, Bob. Ich spiele bei der Deutschen seit 5 Jahren. War ein harter Weg ins Kader, aber doch geschafft. Ja, und die Spiele da in der ersten Bundesliga sind richtig, richtig hart. Geil, ne? Ja. Ich stehe voll drauf. Ja. Bin ich dran? Ja. Ja, wunderbar. Hallo miteinander, ich bin der Tone, servus. Ja, spiel auch bei der Daltons, ein bisschen Regie, länger. Regie, können wir bitte unten den Untertitel einblenden? Oh, Entschuldigung. Okay, ab jetzt versuche ich natürlich schön zu sprechen, ist gar kein Problem. Ja, ich spiele ein bisschen länger Paintball wieder Bob. Ich spiele mittlerweile seit 24 Jahren Paintball. Immer wieder erste Bundesliga, zweite Bundesliga und halt sonst überall, wo man Farbe verschießen kann. Ja, und freue mich jetzt eigentlich, zum da mit euch zusammen das Spiel da zu moderieren, würde ich sagen. Sehr schön, auf jeden Fall. Eben gerade lief es eigentlich ja doch recht gut für euch, ne? Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das eine deutlich eindeutigere Nummer wird gegen die Mercs aus der Wiener Neustadt. Danke, Sven. Richtig harter Kampf, ja. Ihr habt es echt spannend gemacht, dankeschön. Hurricanes von links. Oh, Frühstart, Touchback, sehr schön gerettet. Da sieht man die Routine. Und da ist schon der erste G. Wo denn? Ah ja. Auf der Rauf-Seite. Ich glaube, die Hurricanes tragen jetzt auch ein bisschen Hass in sich, ne? Nachdem die eben gerade 5:1 verprügelt worden sind von den Mercs. Ja. So Sachen machen die Mercs. Hat, okay. hat der Steiner mal seine ganze Truppe da hinten beim Zelt irgendwie zusammengesammelt und hat da, glaube ich, mal drei ganz klare Worte eine Stunde lang gesprochen. Okay. Ja, ich glaub, oder Steiner, der kann das ganz gut klare Worte sprechen. Und siehe da, die harten Worte scheinen gewirkt zu haben. Da ist fast nichts mehr über vor Reign of Fire. Ah doch, da wehrt sich noch irgendwo was in der Ecke. Und da ist er weg. Flotti, flotti. Jochen Maurer fragt, wann ist eine Mittagspause? Lieber Jochen, dieser Block noch, dann noch ein Block. Da spielt dann Brainerd wieder, deswegen muss ich auch gleich wieder nach unten. Und dann ist Mittagspause. Ihr könnt hier übrigens auch die Kommentare mitlesen. Ja, hallo. Ja, Servus Tone, das ist dann Twitch. Servus Daltons, das ist da auf YouTube. Da hätte gern jemand den Jersey-Tone. Oh, für einen horrenden Preis, natürlich. Durchgeschwitzt. Was bist du bereit zu bezahlen? Oha. Ei, na, ei. Ich glaube nicht, dass man das Jersey will. Das müssen wir mal mindestens 2-3 Waschgängen unterziehen, ja. Wie oft trainiert ihr? Wie oft seid ihr auf dem Feld? Ich habe jetzt schon gedacht, du fragst, wie oft wir unsere Jerseys waschen. Ich glaube, das ist so eine Paintballer-Krankheit. Das wird da irgendwie einmal im Monat, glaube ich, gemacht, ne? Oder? Ja, nur wenn es ganz notwendig ist, ja. Genau. Ja, jetzt haben wir da die Pretz vor links und vor rechts. Breakout Spa. Und los. Liebe Regie, können wir eigentlich wieder voten auf Pretz direkt in die Snake? Facebook? Okay, also, liebe Community, geht auf Facebook und stimmt ab, wer aus eurer Meinung das Spiel gewinnt. G2 bereits für Breakout. Ich glaube nicht, dass sie was anbrennen lassen. Der Brettspieler, der Snake, arbeitet sie brav vor. Ja. Ja, aber so bei Breakout sieht es da ein bisschen dünn aus. Haben auf jeden Fall einen auf der Dorito-Seite verloren. Ist da noch einer irgendwo vom Feld geschlichen? Ich sehe keinen. Im inneren Maya, da ist einer, aber das ist ja schon fast centermäßig. Hm. Interessant wird es da im Gebilde. Ich hab gelernt, das Gebilde heißt Gameboy. Ach so, Gameboy. Ja, die Regie hat das so festgelegt. Das muss sie natürlich Informationen, die muss man wissen. Ja immer noch ich wäre immer noch für die Donnerkuppel. Die Donnerkuppel, okay, das musst du erklären. Mad Max, kennst du nicht Mad Max? Wie bitte? Mad Max. Mad Max, ja, okay. Donnerkuppel. Ja, alles klar, okay.
Da ist ja, der war ja noch zu jung, der Kollege. Also, den neuen Mad Max kenne ich. Ja, ja, nein, das ist alles Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Da muss man schon alte Mad Max kennen. Ist das noch Schwarz-Weiß-Fernsehen? Oder ist Tina das schon Turner. Nein, da hatten schon Farbe. Tina Turner. Oh. Kenne ich auch vom Namen her. Die ist eine Sängerin. Ne? Ja, ja, genau. Richtig. Ach, super. So, Rob von links. Hurricanes von rechts. Danke, Stefan. Werden wir haben. So, der boste Steiner wieder. Und an den Zappel zurück. Ich bin in 2 Wochen in Wesendorf. Vielleicht hast du ja Lust vorbeizukommen am Sonntag. Bio. Wunderbar, beide Seiten 5er live, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Ja, Rain of Fire. Rob und Hurricanes in der Snake. Schönen Zug nach vorne. Und da geht der erste von Rob. Mhm. Aber auch die Hurricanes verlieren den Snake-Backspieler. Mhm. Ah, ja. Und so. Die Snake. Okay, 3-gegen-3 Situation jetzt. 3-gegen-3, ja. Spannend. Und da. An der Hurricane-Seite einer weniger. Ist der Uli auch getroffen worden? Wie? Auf dem Weg in den Game. Ich weiß nicht, wo der Uli gegen ist. 2. So, der Disco kommt wieder. Dann, da wir das nächste Spiel haben oder beziehungsweise im nächsten Block wieder dran sind, muss ich einmal kurz quer über den Platz joggen gehen. Deswegen verlasse ich euch jetzt. Ja, hey, viel Spaß. Dankeschön. Euch auch noch viel Spaß. Danke dir. Ja, Disco, wir sind da in einem Wüstengehacke gelandet. Ich sehe das und holen jetzt die Rain of Fire Dudes hier mal das 1:1 gerade, ne? Ja, genau. Wüsste nicht, wem jetzt dem da noch in die Quere kommen sollte. Schafft keiner mehr. Na, ist auch keiner mehr da, gell? Richtig. Mike, schau, dass wir das mit dir da machen können. Mit niemand lieber würde ich moderieren, also mit dem Mike höchstpersönlich. Ich wurde vorhin gefragt, da kam einer der DPL fragen, du nachher, da kommt nochmal ein Block der Ton hoch, ist das in Ordnung? Wie, was soll das denn heißen? Best of? Ja, hey, ein absoluter Bäh! So schaut's aus. Besteste. Ja. Mike, da sind wir uns, wir sind uns nicht immer einig, aber ich glaube, in dem Punkt, gell, ja, da schließt sich der Kreis. Der Kreis schließt, genau. Hast du gesehen? Die haben da wieder den faulen Soldaten Mo hat man ausgegraben wie Breakout. Und dir ist ja schon klar, was er machen wird, ne? Ja, schießen auf jeden Fall, ja. Und treffen wird auch. Ja, er trifft sehr gut, gell, er ist sehr beeindruckend, der Mo. Der hatte auch vorhin irgendwie ein Interview, glaube ich, oder war der hier oben oder wie? Irgendwem hat er auf jeden Fall gesagt, naja, wie du, ich bin wieder da. Ja, hallo, ich bin amtierender deutscher Meister. Oh, ja, was er ist? Ja. Was ja. Er ist? Da hat er recht. Was er ist? Breakout von links, die Pretz von rechts. Und da hat er gesagt, Pretz Spiegel direkt geschossen. In die Snake. Oh, aber. Breakout gehen gleich 3. 2, oder? 1-2. Ja. Das war's schon. Was? Das war ja gar nicht richtiges Spiel, will man meinen. Der Mo hat seinen Spiegel auf dem Tower geschossen, der wiederum einen Penalty gezogen hat, um da den Cane-Spieler mitzureißen. Ja, der Mo ist ja auch bekannt, dass er mit solchen Tricks arbeitet. Das macht ja er extra, ne? Ja, der das macht er, ja, ja. Der schießt die Leute immer nur ganz sanft an. Ja, der mal auf die weite Distanz sehe, auf die kurze sieht es wieder anders aus. Er war ja sehr beeindruckend zu den W-Zeiten. Ja, Er war auch einer der wenigen, der diese Schüsse perfekt drauf hatte, wenn man so übers W drüber springt, ne? Und einfach mehrfach immer über dieses Ding rüber und dann immer mit dem einen Snap Leute geerntet hat. Ja, aber das war kein Zufall, gell, die Ernte. Nee, der hat das geübt. Der hat gesät und geerntet. Ja. Das ist kein Spaß. Na, also, das hat ihm damals sehr in die Karten gespielt, will ich meinen, der Bunker, ja? Den hat er wirklich perfektioniert. Ey, wir haben hier gerade im Spiel, im Chat sehe ich hier eine lustige Diskussion, da geht es um Geld. Oh, Geld, ja. Und was Paintball alles kostet. Okay. Und ich möchte da mal kurz eingreifen. Bitte. Erstens, ja, Paintball ist nicht günstig. Es gibt schon günstigere Sportarten. Das hängt damit zusammen, dass Paintball ja nun mal ein Verbrauchssport ist. Exakt. Du rannst alles durch. Nach so einer Saison, wenn man richtig Paintball spielt, dann braucht es halt auch gerne mal wieder eine neue Hose und ein neues Trikot. Natürlich. Und das Hauptding ist halt auch, dass man einfach Kugeln übers Feld schießt. Und da die ja auch Menschen sauber machen müssen und Felder bereitstellen, wollen die auch Geld verdienen. Und die Ligen müssen auch, um solche Strukturen und so einen Livestream gewährleisten zu können. Oh, schön geschossen. Müssen die Ligen gewährleisten. Also müssen die Ligen ja auch ihr Geld, brauchen auch ihr Geld. Paintball ist also durchaus was teuer im Verhältnis, wo es dann wieder aber günstig wird. Aber ich denke, wird. So eine Eishockey-Richtung kostet ja auch
ein Haufen Geld, oder? Ja, jetzt andere teure Hobbys anzuführen, ist halt immer so eine Sache. Aber ich glaube auch beim Eishockey, wenn du es einmal alles hast, kannst du auch spielen, ne? Ja. Im Amateurbereich. Ich bin auch der Meinung, Mike, eben das, was du sagst, dass da eine Liga und ein Feldbetreiber und ein Paintball-Shop natürlich. Also ich mache das ja auch schon sehr lange. Und was ich halt beobachte, ist, wenn etwas gut läuft und entsprechend natürlich auch ein Geld fließen muss, dass die Qualität hoch bleibt, oder? Wenn dann weniger, also es hatten da so die Sparzeiten gegeben, oder? Das ist ja immer billiger und billiger und großes Gejammer. Das fand ich war dann auch gleich der Zeitpunkt, wo die Qualität, sei es von Spielfeldern, von Events, runtergegangen sind. Das ist halt immer so, natürlich kostet Paintball Geld. Aber es ist halt einfach ein Verbrauchshobby, ein Verbrauchssport. Es macht extrem viel Spaß. Ein paar Laufschuhe ist günstiger und da kann ich mir ein Jahr lang wahrscheinlich damit vergnügen. Ja, oder? Ein Fußball ist auch. Ja, ist auch relativ günstig. Da kann 22 damit spielen, oder? Ja. Das ist das Ding. Was ich aber dagegen halten möchte, gegen diese ganzen Kosten. Du bist dieser junge Typ, du bist so, sagen wir 21, du hängst das Wochenende. Du bist ja ein Player, so, du hängst am Wochenende in den Discos, so, du brauchst hier, da, gehst feiern. So ein Discoabend, der kostet dich auch schnell mal einen Huni. So. Was du also im Endeffekt machst, ist, diese Discoabende, die fallen am Ende aus, da bist du schön, den Abend verbringst du schön auf deiner Lady, weil du nämlich morgens raus musst und zum Sportfest. Und du hast nicht weniger Geld als vorher. Du versäufst nur weniger und bist halt deutlich fitter. Ja, komm, das wahre ist so. Worte, wahre Worte. Das ist so, das bleibt erst gleich. Du kannst das Geld, du gibst es an anderen Stellen nicht aus. Irgendwo lässt du die Kohle immer. Ja. Also ich habe ja auch, in Österreich haben wir ja nicht die Gesetzeslage, oder, dass man erst ab, entschuldige, jetzt haben wir gar nicht das Spiel kommentiert, aber ich glaube Breakout hat aber da. Es ist ein klarer Punkt für Breakout. Ich habe ja auch im zarten Alter vor 16 Jahren angefangen Paintball spielen, ich war der Lehrer, ich hatte auch nicht übermäßig Geld. Paintball hat damals schon richtig viel Kohle gekostet und da haben eben auch andere Jugendliche, was, so viel Geld für Paintball, wie du sagst, die haben es halt in der Disco verdummt, die haben das Auto in den Graben runtergefahren. Ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben, aber Ende der Geschichte, schlussendlich hatten wir alle gleich viel Kohle, nämlich gar keine. Aber ja. Das ist auch so. Ist so, ja. Ich denke, schlussendlich hat die Frage, für was man es ausgibt oder ausgeben möchte, dem einen ist das eine wichtig. Wir waren auch keine Kinder für Traurigkeit. Wir sind aber dahin gegangen, wo es die großen, günstigen Bier gegeben hat und nicht die kostspieligen Spiritosen. Ich bin ja auch der Meinung, wenn man es jetzt addiert, jetzt nur auf, sagen wir nur, nationalen Paintball bezogen, dass der Bezirksligaspieler ungefähr genauso viel ausgibt für Paintball wie der Erstbundesligaspieler. Weißt du warum? Nö. Du schießt halt einfach deutlich mehr nur dafür. Das Geld ist aber auch weg. Der Bezirksliga-Spieler, der fährt dann einmal zum Training. Die nehmen natürlich deutlich weniger Paint ab, zahlen von mir aus daher, von mir aus, oder können da jetzt nicht so viel sparen als Beispiel. Fahren aber jetzt nur einmal zum Training und hier und da. Wenn du jetzt in dem Bundesliga-Bereich bist, hast du vielleicht noch ein bisschen Paint-Kontingente oder Sponsor-Unterstützung. Sponsor-Unterstützung, dann ist es im Endeffekt so, dass du eigentlich deutlich günstiger dieses Ding haben könntest, was der Bezirksliga-Spieler macht, vielleicht mit seinen anderthalb Kisten Painter natürlich den Tag verbringen. Aber was du halt machst, sind vier Tage. Ja, hallo? Du verschießt halt vier Kisten und das machst du zwei Tage hintereinander. Und da ist halt der Unterschied. Und deswegen ist das Geld, gibst du trotzdem. Das bleibt sich irgendwie immer gleich, glaube ich, was die Aula ausgeben. Ich denke auch. Und schlussendlich finde ich, entscheidend ist nicht der Preis, was du dafür zahlst, sondern das Produkt, was du dafür erhältst, oder? Wenn jetzt dann ich glaube eher in erster Linie das Gefühl. Ja, eben das Produkt ist das Gesamte, oder? Also ich sage, wenn ihr eine tolle Liga spielt, einen schönen Spieltag habt und einen tollen Event spielt, dann darf der ja auch mal eine Stange kosten, weil ich mich ja gut amüsiert habe. Teuer wird das Ganze erst, oder gefühlt teuer, wenn ihr einen Haufen Geld ausgebt und Ende Saison fragt, ey, für den Quatsch oder wie auch immer, oder für die Sauerei. Hat sich überhaupt rentiert? Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo man dann ins Grübel kommt. Ja, Paintball ist teuer, weil für das, was es kostet, macht es zu wenig Spaß, oder? Deswegen kommen wir halt auch oft dahin, und das ist eine Tatsache, die ihr, glaube ich, unterschreiben könnt, dass die Community in Paintball-Teams immer extrem verstrickt ist und die Teams alle immer sehr oder viel oft sehr eng miteinander sind, weil du halt extrem Fokus drauf legst, weil alle so auch noch so viel Kohle reinstecken. Weißt du, das ist irgendwie so, ey, jetzt komm. So, jetzt komm, ey, ich lass doch auch hier. Ich gebe ja auch hier X Geld aus. So, jetzt komm, jetzt mach mal auch vernünftig, weißt du? Ja, ja. So, das ist so das Ding, das glaube ich, dass das auch dazu beiträgt. Ja, also Paintball ist natürlich definitiv, ob du das halbherzig machst oder voll dabei bist. Es kostet halt immer gleich viel. Darum kann ich eigentlich nur empfehlen, zum das voll durchziehen. als wieder nach ein paar Jahren merken, okay, jetzt habe ich so und so viel rausgeblasen. Schau, Tony, da schreibt jemand, da gibt lieber Geld bei dir aus.
Ein sehr guter Plan. Also bei mir ist so gut aufgehoben. Da bekommt man auch Qualität geliefert für das, was man ausgibt. Und da stehe ich dann auch dafür. Tone, ich muss noch was beichten. Wir hatten vorhin ein Gespräch und vielleicht verrate ich dich da jetzt. Oh. Ich erwarte aber schon noch irgendwo eine ehrliche Antwort. Natürlich immer. Hast du jemals eine unehrliche Antwort? So, zeig mal einmal, dann dreh dich nochmal zur Seite. Einmal die Frisur zeigen, bitte. So. So? Ja. Und ich habe jetzt eine Frage. Diese Dreadlocks. Ja. Die halten ja jetzt schon so enorm lange. Ich kenne dich nicht ohne. Nein. Und pass auf. Oh je, pass Mike. Auf. Ich möchte folgende Frage stellen. Mhm. Sind das noch die echten Dreadlocks? warte. Oder sind das, dass du die dran pappelst? Hier, weißt du, du holst dir Extensions. Dreadlock-Stansions. Ein sehr guter Plan, Mike. Na, sind das so welche? Das sind immer noch meine richtigen Haare. Ja, neue, ja. Immer eingeflochtene. Nee, kein Pferdehaar. Die wachsen nach und werden wieder eingeflochten. Kein Pferdeschweif oder so, nee, das ist alles. Was übrigens genau. Wirklich auch ein bisschen geil wäre, wenn aber du einen Pferdeschweif eingeflochten hättest. Weich, wir können noch ein bisschen weiter ausholen. Er hat ja nicht immer die Dreads, er hat ja davor offene Haare, sagen wir mal. Das kannst du vielleicht nur mal so erinnern oder hast nicht genau geguckt. Okay. Auf alle Fälle, da ja das Haar immer schütterer wird im Alter, habe ich mir gedacht, so, jetzt lasse ich das dreaden, dann gehen auch keine Haare mehr verloren und dann habe ich immer gleich viel. Das wäre nur mal weniger. Und es funktioniert? Es funktioniert tadellos. Wenn eines abreißt, wird das gleich wieder eingedreadet. Ja, einfach. Rein damit und so sammle das. Und du kannst ja auch zu Hause, deine Frau, die hat ja auch längere Haare, du kannst ja auch zu Hause sehr schöne Haare richtig hinlangen. Du kannst schöne ja die Frau auch mit reinmachen. Übrigens. Bitte? Du kannst ja die auch mit reinmachen, wenn es echt mal zu wenig wird. Hagop, Mike. Du bringst mir auf ganz gute Ideen. Ja. Ja, da blieb meine Haarpracht erhalten. Ist Familie. Bis zum bitteren Ende. Ja. Wunderbar. Ey, nichts für ungut. Ich müsste mal runter zu meinem Team. Wir haben ja hier noch einen Kollegen. Dann übernehmen jetzt mal die Daltons den Turm. Mike, denkst du schon, dass das eine gute Idee ist? Ich weiß halt, dass der Tone neben dem ganzen freaky Paintball-Ding, der hat auf jeden Fall auch Anstand. Deswegen kann man euch das hier ganz in Ruhe überlassen. Der passt schon auf die beiden. Ja, ich drücke Auge zu, Mike. Nicht, dass es da langweilig wird am Turm. Ihr macht das schon. Nick, lass die Hosen an. Jungs, geht's nur da. Ja. Grüß Gott, Bob. Hoi, Tone. Hallo, Nick. Jetzt, bevor wir da zum Rundumschlag ausholen, wir sollten wieder ein paar Punkte kommentieren, wenn nicht so jawohl. Viel Blödsinn links, klar. Hurricanes, und rechts. Nachher müssen wir Potter helfen. Rauf. Steht 2 zu 2. Der Herr Schäbler, der ist heute sehr flott unterwegs, den zieht es immer weit nach vorne. Aber da hat sie ihn schon getroffen. Ja, es verläuft nicht immer glücklich, aber... Und Hurricanes hat die Chance, Hurricanes direkt aufgefüllt. Jawohl. Oder Herr Steiner, auch sehr beweglich, jawohl. Und jetzt sind es zwei extrem starke Bunker aufmarschiert. Nick, man hat mir den nahegelegt, wir müssen Hochdeutsch sprechen. Ah, nicht, dass wir da in Teufelsküche kommen schlussendlich. Na, da geben wir uns natürlich und Mühe. Hier ein Run-Through von den Hurricanes, schon in der gegnerischen Snake. Also jetzt ist noch eine Frage der Zeit, wenn der Spieler da vorne keinen Blödsinn treibt und sich rausschießen lässt, dann war's das. Aber man beachte, es steht 2-2 und ich finde für Rain of Fire steht es, dass sie da auf alle Fälle stark aufgespielt haben gegen einen der Mitfavoriten. Ich glaube Hurricanes aktuell auf dem zweiten Platz oder dritten, ich kann es gar nicht genau sagen. Wie wir sehen, hat der Spieler vorne in der Snake von Hurricanes die Nerven verloren und hat sich ausschießen lassen. Und wenn das passiert, kann das Spiel ganz schnell kippen und genau das scheint auch hier gerade zu passieren. Denn der Backspieler vom Snake-Spiel hat sich auch gerade blöd rausschießen lassen. Wo so, hätten die Hurricanes haben gar noch? Nichts Maul, die haben schon auf der Snake Show da hinten im. Aha, da ist die Kanone down drum. Das verzögert natürlich das Vorankommen von der Hurricanes auch massiv. Haben wir noch drei Hurricanes und zwei Spieler von Roth in der Backline. Ja, für das, dass hier, ich glaube, 3 gegen 1 weggespielt, oder? Na, 3 gegen 2. Im T-Back hinten sitzt auch noch einer. Das macht die Sache natürlich ungemein komplizierter. Wohl wahr, ja. Und schau dir, Hurricanes haben wieder einen verloren. Und das macht es 2-2 und jetzt haben wir 2 gegen 1. Machen sie den Sack zu, fertig. Ja, okay. Hurricanes holen sich den Punkt. Gut, für Rain of Fire kann das gar nicht nachteilig sein, dass da die Entscheidung schnell gefallen ist. So verbleibt noch genug Zeit auf der Uhr, dass sie noch einen ordentlichen letzten oder nächsten Punkt spielen können, oder? Wenn sie da ewig rumeiern, dann könnte es ja auch mal knapp werden.
Ja, die Preds gegen Breakout Spa. Breakout Spa jetzt von der rechten Seite. Auf der linken Seite die Preds. Jawohl. 3:1. Ja, Breakout Spa als Tabellenerster. Ich glaube mit ordentlich Abstand, wenn mich nicht alles täuscht. Lasst da natürlich nichts mehr anbrennen. Standardbreak so. Von beiden Seiten, ja. Nichts Besonderes. Five Alive auf beiden Seiten. Das ist ganz ein tricky Layout. Man weiß nicht recht, soll man es riskieren und hat einen großen Vorteil oder spielt man es eher Standard, erklär aus der Mitte raus. Hier wird die Snake von den Preds besetzt. Eine Strafe, das Aha. heißt einmal Breakout marschieren fünf mindestens 2 gegen 3. Ganz klarer Vorteil jetzt für die Preds hier, die sind auf 5 alive und haben weite Position bereits besetzt. Ah, den Snake-Spieler sehr unglücklich verloren, da hat er T-Back-Spieler rechts vor Breakout sehr schön reagiert. Ja, wir sehen, das ist klassisch, dieser kleine Gap da zwischen der Snake 1 und dem Lego da vorne. Ist und den Nächsten, wirst du schon sehen, wenn der T-Back-Spieler nochmal guckt, dann frisst es den Nächsten wieder. Eigentlich sollten die Snake jetzt hat er Glück gehabt, er ist zufällig weitergekrabbelt. Und hat ihn gekonnt ausgelassen. So ist es. Dafür lässt sich sein Backplayer schießen, was natürlich eigentlich nicht sein darf. Ja, jetzt ist er recht auf sich alleine gestellt. Was spielen sie denn jetzt? Ja, 3-3. 3 gegen 3. Ja, da geht ein Breakout-Spieler. Der T-Backler ist wieder weg. Der Snake-Spieler ist weg. Wir spielen 3 gegen 1 und das schaut schon fast nach 3-2 aus. Ja, dass die Preds sich den Punkt holen. Der Axel verteidigt dann ein bisschen sind T-Back 3, schießt einen. Überlebt den hinterhältigen. Und da ist es passiert, die Preds holen sich den Punkt. Ist aber noch cool, dass die Preds da zurückkommen, eben da gegen Breakout. Und wie ich meine, noch genug Zeit auf der Uhr. Mit 4 Minuten 44. Ja, reichlich, reichlich. Hagot Dalton, schauen, da ist die Meisterschale. Jetzt, dass man das so unbeaufsichtigt uns da vertraut. Ich wittere die Chance. Ja, ich kann sie riechen. Kann jemand schnell die Kamera verdecken? Schwupp, schwupp. Nein, wir sind natürlich da ganz ehrbare Räuber. Ja, wenn wir es durch einen Pappteller austauschen, kann das ja nicht so schlimm sein. Ja, wir zeichnen da die Logos nach. Das kann nicht so schwer sein. Nächster Punkt. Ruff, Pratt, nein, nichts, das... Hurricanes gegen Ruff. Ja, das steht da noch falsch, das steht da noch falsch geschrieben. Aber überraschend spannend machen es auch die uns. Ja. Snake von Ruff wird direkt geladen. Ah, der Russe wurde am Hopper getroffen. Aha, er hätte es fast, wäre der Treffer verschwunden. Und da geht auch einer von den Hurricanes. 4 gegen 4. Der Herr Schäbler wieder weit vorne, er blockt da quasi oder bremst die T-Back-Seite aus. Es ist natürlich schon immer ganz schön, wenn der Snake Run alive ankommt. Theoretisch könnte er da jetzt einfach durchkrabbeln, denn so wie ich sehe, wird er da gar nicht großartig blockiert. Ja, ist ein bisschen unsinnig, was der Kollege macht, durch das, dass der Herr Schäbler da aus dem Gameboy-Dingsbums raus schon die T-Back-Seite abdeckt, wäre das echt von Vorteil, wenn er den Job macht, was er eigentlich hat, und zwar... Da jetzt aber der innere große Tempel geladen ist, wird die Sache schon heißer. Der hat nämlich einen extrem scharfen Schuss oben vor die Snake 2 rein. Ja. Exakt, je nachdem wie groß der Spieler ist, ist das wirklich knapp. So, und jetzt... Und wir sehen, es kommt drauf an, aber er hat es geschafft. Guter Mann. Er gibt da auch gleich großzügig zurück. Scheint aber nicht kapiert zu haben, dass seine Line eigentlich frei ist. Wobei im anderen großen Maya-Tempel auf der Seite wartet schon der nächste. Ich glaube, jetzt hat er die Sache durchschaut, kann sich es natürlich etwas bequemer machen. Oh, Herr Steiner, nein, war nicht der Herr Steiner, das war Meister Pentelef, oder? Mhm. Aha, 2 gegen 1, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr schöne Aktion, allerdings auf diesem Feld gar nicht so besonders. Für einen Backspieler ist es extrem schwierig, eigentlich seinen Snake-Spieler zu beschützen, dass einfach so viele Schlupflöcher gibt. Und da hat sie ihn erwischt und Ruff ist zurück. 3-3, Ausgleich. Eine Minute. 60 Seconds.
Sehr schönes das Spiel. Das ist natürlich mit viel Emotion verbunden, was ich auch so gehört im Paintball. Vorher hat uns der Spieler von Braindead erzählt, dass der Steiner da mächtige Ansage gemacht hat bei seinen Buben. Sie mögen sich anstrengen. Sie haben anscheinend da gegen die Mörks ein schwieriges Spiel gehabt. 5-1, wie ich meine, haben verloren. Wenn das so weitergeht, dann holt, glaube ich, nachher der Herr Steiner den Hammer raus. So, der nächste Punkt scheint schon wieder zu starten. Die Teams machen sich bereit. Breakout auf der linken Seite und Predators auf der rechten Seite. Auch die machen es hier besonders spannend. Breakout normalerweise ein Team, das über die meisten anderen Teams einfach rüberfährt. 4-0, 4-1, 4-2. Und hier liegen wir schon bei 3-2. Die Sache könnte also spannend werden. Ja, man muss natürlich auch sagen, der Breakout jahrelang jetzt schon CPL-Teams. Ich habe mich gestern auch mit dem faulen Soldaten Mo unterhalten. Die haben ja mehrmals zweite Plätze auch gemacht in der CPL. Und da muss man schon sagen, Hut ab, oder? Es ist doch das höchste Niveau, was man da in Europa spielen kann. Und es geht ja über Europa hinaus, oder? Man hat ja da doch wirkliche Brocken drin, wie Impact, Heat, Russian Legion natürlich, oder? Ich meine, die zähle ich auch zu uns Europäern natürlich. Aber Breakout ist natürlich schon von dem her ein Team, wo jetzt rein einmal so von der Geschichte her und auf dem Niveau, wo sie gespielt haben, ja, zu Recht auf dem ersten Platz ist natürlich. Ja. Würde ich auch sagen, genau so. Es ist auch wirklich schön, Breakout zuzuschauen. Sie haben viele sehr gute Spieler. Die meisten scheinen wirklich den Durchblick zu haben im Spiel. Ein Durchblick, der extrem schwierig zu erreichen ist im Paintball. Also wir merken es immer wieder. Wir probieren ja selber dahin zu kommen. Ja. Gerade auf diesem Layout, würde ich sagen. Weil man sieht nicht viel. Bei der Art von Spieler wirkt es fast, als hätten sie ein virtuelles Abbild des Spielfelds im Kopf, in dem sie rumfahren können, sich die Gegner suchen und vor allem dann auch die Lücken und die Schatten suchen. Und die nutzen sie dann halt gnadenlos aus. Ja, es ist natürlich in so einem Team, da ist natürlich irrsinnig viel Erfahrung auf dem Haufen, oder? Da hat jeder schon zig Spielsituationen erlebt und baut sich halt da seine Situations zusammen, oder? Und ja, interessant. Es geht manchmal fast zu schnell, das normalsterbliche Auge kann dem Spielverlauf kaum folgen, ja. So, 30 Sekunden laufen. Ah, man sieht da im Facebook, tut man dem Matthias Schäbler 4 Daumen hoch. Ja, das hat er sich aber auch verdient, der Herr Schäbler. Da bin ich ganz konform damit, ja. Jetzt, ich hoffe, dass die Preds, also es wäre echt noch schön, wenn das so spannend und enge Geschichte bleibt. Da macht der eine Junge einen kleinen Frühstart. Breakout, direkt Snake, aber verlieren ihn. Ah, ist er raus, jawohl. Fred's auch auf der Snake-Seite einen verloren. Ja, ich dachte, dass das der Cornerläufer war. Herr Schneeweiß war das, glaube ich. Ich glaube, wir spielen jetzt hier 4 gegen 4. Alles noch offen auf beiden Seiten. Die Preds spielen guten Ball. Man beachtet den Typ auf der T-Back-Seite, da in dem großen Würfel. Unglücklich, da wird einer aus der Mitte rausballert. Das ist immer schade, wenn so die Backplayer vorzeitig. Bunker sofort wieder aufgefüllt. Der große Brick da auf dem T-Pack zusammen mit dem großen Tempel auf der Snake-Seite, die jetzt beide besetzt sind, ist oft eine gute Kombo, lässt sich lange auch auscrossen, was sie hier aber sich entschieden haben, nicht zu machen. Hier wird gerade gefragt, ob der Smotrov für Breakout spielt. Ja, das tut er. Man sieht ihn jetzt gerade in die Snake marschieren und entspannt sich gerade. Da sieht man die Nummer 7, das ist der Smotrov, ja. Von Russian Legion. Wir präsentieren. Here we go. Ja, ist ganz interessant. Also der Sigi schreibt uns. Sigi. Hallo Sigi! Sigi. Hey. Hoch die Tassen! Gruß an Gerald und Johnny in der wir Halle. Sind wieder on screen. Hey Sigi! Grüßle Sigi an alle unsere Bekannten, alle unsere Freunde. Frauen, Kinder. Frauen, Kind. Und Tod unserer Feinde. Haben wir nie gesagt. War noch interessant, was der Nick gesagt hat über den Würfel und den großen Maya-Tempel. Aber man kann von dort aus eigentlich das Feld, ich sage jetzt nicht kontrollieren, aber doch eine sehr gute Übersicht wahren und dem Gegner doch das Leben schwer machen. Oh, 3-3, 60 Sekunden Punkt. Ich denke, die Hurricanes wollen den Punkt unbedingt auf Biegen und Brechen
5-5, wenn man. Und da geht schon der erste von den Hurricanes. Hurricanes. 5 gegen 4. Brechen ist das richtige Wort, Toni. 40 Sekunden noch. Sie rennen ja förmlich in die Kugel. Na, es geht. Der erste Schwall ist rüber. 40 Sekunden ist natürlich ein Haufen Zeit. Ja, aber wir sind schon bei unter 30. Ja, das ist immer noch ein Haufen Zeit. Ab 15 wird das prickelnd. Da geht der Snake-Spieler von Roff. Ah, schwierig, schwierig. Ah, Herr Schäbler. Der Hammer ist ausgepackt, sehen wir. Okay, das reicht. Das reicht. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Das reicht. Ja, das war's. Ah, jetzt geben sie ihn noch Körig. Ne, doch. Oh, und? Strafe, langweilig. Es reicht. 3 Sekunden Rest auf der Uhr. Also egal wie das Spiel ausschaut, meine Erfahrung sagt, ab bei 15 Sekunden, da muss es passieren, weil sonst passiert nichts mehr. Und da holen die Hurricanes den Punkt. 4-3. Da ist der Steiner wieder zufrieden. Und ich glaube, für mich ist es Zeit, meinem Team beim Potten zu helfen. Oh, Nick, ja, du bist da sehr vorbildlich. Das ist ein Mannschaftssport, da muss jeder seine Arbeit verrichten. Und ich verabschiede mich. Ja, das... Ja, ich glaube, wir werden gleich mal dasselbe machen. Ah ja, die Meister... Nick, vergiss die Meisterschale nicht. Und schickt da jemand her? Ja, nicht, dass wir da oben anwurzeln. So, Pretz gegen Breakout. Ah, die Pretz sieht aus, als ob sie 5 alive ja, angekommen alive. Sind. Bei der Breakout habe ich noch nicht so geguckt, aber es schaut auch solide aus. Alive. Aha. Ja, da erfolgt doch ein bisschen Druck über die T-Back-Seite vom Brettspieler. Hatte aber, glaube ich, Glück. Ich glaube, er ist bounced worden. Sieht so aus, ja. Ah, der Mau, der gibt sich mit dem Bouncer nicht zufrieden. Und da ist er weg. Öffnet in den Gameboy. Brettspieler. Genau, in dem Würfel. Der Mau hat es über den Gameboy gekontert und dann dem Bouncer nochmal nachgeholfen. Sind hier noch, ich meine, 3 Pretz-Spieler. 4 Pretz, 2 in der Snake, ach, respektive ja, Gameboy, T-Back 3 ja. Und die Snake-Tonne da hinten. Breakout hat es natürlich nicht sonderlich eilig, die können einen soliden Punkt spielen. Die haben 2 for life. 2 Punkte Vorsprung, genug Spieler. Und da geht der nächste. Ein 5 gegen 3, es wird halt, das hilft halt dem Pretz nicht wirklich weiter. Sogar fast die Überlegung, ob die Pretz dann nicht besser das Handtuch werfen. Um Zeit zu sparen. Zeit zu sparen. Ah, ja. Da hat es der Dornisch wieder verschrien. Nachher Schneeweiß geht auf am Feld. Jetzt. Jetzt wäre der Zeitpunkt. Also wenn Breakout wirklich noch zu viert ist, dann würde ich das machen, ehrlich gesagt. So, hier. Dann würde ich das machen. Im großen Maya-Tempel sehe ich das Motrov. Gut zu erkennen mit seinem goldenen Lauf. Bob, denkst du, dass der Lauf echt golden ist? Ich weiß es nicht. Man müsste ihn mal fragen. Der wäre der richtig was wert, der Lauf. Den hat er sich ja erspielt auf der NXL. Was war das? Keine Ahnung, aber ich glaube, wenn man am meisten Gegner abschießt, dann kriegt man einen goldenen Servus. Rauf. Servus. Gratuliere, Herr Steiner. Doch noch rumgerissen. Da gibt es schon zum Gratulieren. Ich habe schon gesehen, die toben und fluchen. Ja, wobei, das kann ja immer noch passieren, gell? Ja, ja, du bist eher ruhiger. Wenn man die mal besser kennt. Oh Mann, was für ein behindertes Spiel. Na, das war doch spannend, ist doch schön. Ja, für euch super, für mich nicht. Ja, natürlich, oder in deinem Alter da so lange und so anstrengend. So, du bist raus hier. Er hatte all gesagt, ich bin alt. Was, darf man das nicht sagen? Nein, okay. Ich bin 28 plus. Stimmt, ja, das kann ich nur bestätigen. Kann ich nur bestätigen. Ist das warm. Ah, geht's da schon über, in den nächsten Punkt?
Nein. Was ist denn da? Das waren die letzten 4 Sekunden. Hurricanes gegen. Vor eurem Spiel? Ja. Und die wolltet ihr dann nicht ausspielen? Nein. Nein, okay. Pain sparen, ja, das ist wichtig. Jawohl. Hallo Dave, schön, dass du da bist. Die Ablöse kommt. Können wir den Jungs helfen beim Podcast? Wir bedanken uns recht herzlich, schön war's. Und bis zum nächsten Mal wieder. Bye bye. Ich muss jetzt ernsthaft hier mit dem Dave Weidmann sitzen. Ja. Hallo Dave. Lang nicht mehr gesehen. Ja. Gerade noch im Feld, jetzt hier oben. Ja. War ein richtig beschissenes Spiel, ne? Ja. Richtig. Und um ehrlich zu sein, wenn wir das erste Spiel gegen die Daltons mit dem 4-0 heute Morgen rauszählen, spielen wir unter aller Sau. Das kann ich so bestätigen. Ärgert mich gerade. Aber nichtsdestotrotz, du als erfahrener Paintballer, was ist denn das Problem, was das Team Hurricanes gerade hat? Ja, ich denke, wir machen momentan viele individuelle Fehler. Das heißt, wir lassen uns blöd rausschießen, kommen nicht in Deckung an. Und dazu kommt dann, dass wir die Cheese nicht schießen beim Break, was normalerweise unsere Stärke ist. Normalerweise ist es immer 1-3 Cheese off Break. Na, eins haben wir jetzt auch fast jedes Mal geschossen. Okay, ja, stimmt. Aber nachher der ganze Spielaufbau war dann halt nicht da, nicht vorhanden. Kommunikation hat gefehlt. Also. Woran liegt das? Mögen die Jungs sich in dem Team nicht, dass sie nicht miteinander reden? Nee, daran liegt es auf jeden Fall gar nicht. Wir mögen uns sehr und. Ich habe ihm jetzt eine indirekte Frage gestellt und er hat, ja, wir mögen uns sehr. Er hat mir noch nie gesagt, dass er mich mag. Das stimmt gar nicht. I love you. Oh, no homo. Oh Mann. Ja. Hört das auch wieder auf, oder? Ja, das hört jetzt gleich aus. Okay, auf. Breakout Spa gegen Cologne Predators. 5-2. Sieht jetzt deutlicher aus, als es war. Die ersten 5 Punkte waren sehr tough und sehr knapp. Da war es nämlich 3-2 und mit einem Bodycount-Überhang für die Preds im 6. Punkt. Und das ist jetzt draus geworden. Ne? Schon ordentlich. Frage, Breakout uneinholbar dieses Jahr? Scheint fast so, ne? Ja, zähneknirschend muss man das so zugestehen, ne? Ja. Also sie müssen schon extrem patzen die nächsten 2 Tage. Das werden sie nicht, das werden sie nicht. Also ich glaube, wir werden uns wieder damit abfinden müssen, dass Breakout das zum 2. Mal jetzt hintereinander macht. Gut. Heißt das, wir hören dann jetzt auf mit Paintball spielen oder was machen wir? Nee, wir trainieren einfach mehr, härter. Schmeißen die alten und fetten Typen aus dem Team und dann holen wir, keine Ahnung, was Junges, Frisches. Okay, dann bin ich ja froh, dass ich abgenommen habe und nicht mehr fett bin. Das ist sehr gut. Hier kommt auf Twitch die Frage, Stefan, wo bekomme ich so ein Hurricanes-Shirt her? Meinst du ein Shirt oder ein Jersey? Leuchtturm 1337, wer auch immer das ist. Oh, der Clemmy ist da. Das Erste, was er schreibt, ist No Homo. Ja, ja. Also, Herr Leuchtturm, dann... Schick mal raus, was du haben möchtest. Dann können wir darüber reden, mit Sicherheit. Ja, man sieht jetzt hier auch in dem Punkt, ne? Breakout Spa hat wieder 2 Leute verloren. Die Preds sind noch in der Überzahl vom Bodycount her. Schon auf der Snake 50. Boah, das Motrov geht durch die Mitte und holt nicht den raus, den er wollte. Nicht den Snake-Typen, sondern im kleinen Wing. Ist auch was. Jetzt ist der Snake von den Preds. Ist die Snake von den Preds auch raus? Liebe Regie, hier kommt gerade ein Kommentar auf Twitch rein. Der Stream läuft schleppend und hat einige Standbilder. Oh. Da nimmt er ihn schön mit und lässt sich dann aber noch. Ja, der letzte Spieler ist der Mau von Breakout. Und die Preds werfen das Towel. Okay, die Regie versucht da gerade dran zu arbeiten, liebe Zuschauer. Falls das aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund nicht gefixt sein sollte, werden alle einzelnen Partien natürlich nochmal hochgeladen. Ihr könnt das dann nachträglich schauen. So, und jetzt hat der liebe Leuchtturm, ach, das ist der David B. Punkt, der IM, weiß ich auch, wer das ist. Für ein T-Shirt kannst du mich anschreiben, David. Und ein Jersey. Ich habe jetzt noch ein neues eingepacktes Jersey, habe ich da. Das werde ich aber versteigern.
am Ende des Jahres auf dem DPL-Pokal. Da darf ich höchstwahrscheinlich wieder moderieren und dann werde ich das versteigern zugunsten von einem Kinderhospiz. Und lieber David, dann kannst du da mitsteigern. Solltest du das nicht schaffen, weil es dein Budget übersteigt oder irgendein Irrer das haben möchte, schreibst du mich danach an. Und Alter, wer nennt sich da Matt Faust 82? Ey, Matt Faust, da habe ich ein Patent drauf. Lieber Kollege bei Matt Faust, ne? So läuft das nicht. Das ist sicher der Klemmi mit einem zweiten Namen. Ja, könnte vielleicht sein, ne? Wer ist mit Matt Faust 82 bei Twitch? Hau mal raus da. Das läuft nicht. Wer ist... seid ihr das da unten in der Regie? Ja, ja. Okay, ich gehe jetzt mal runter. Wir klären jetzt unten im Regieraum mal, wer die Matt Faust ist, Kollegen, ne? Ja, in der Regie. Macht nicht so einen Mist da. Ja, also. Roter Pudel 62, sagt er, ist ja der Tom schlecht. In der Regie. Glaube ich ihm auch. Ja, Dave, lass uns mal schauen, was hier die nächsten Begegnungen sind. Wir haben ja gerade, wir haben ja gespielt, die Hurricanes, das heißt, Upcoming Ducks an Stuttgart.